Hallo Leute, heute spiele ich wieder den Clover Tower. Ich finde das der beste Tower im Game. Das ist ein gutes. Okay, Clover. Nee, Dice und Chest ist einfach nur auf Clover Tower. Ich glaube, ich spiele nur Dice Tower. Oh, sag nicht, wir verlieren das. Was? Es geht ganz komische Kombos. Man verliert mit dem 6-6 den Anfang. Oh mein Gott, Dice Tower, bam. Weiter, Mann. Clean. Dice Tower, Clover Tower, die geilsten Tower im Game, finde ich. Das ist so geil. Alles mit Glück ist so nice. Okay, jetzt ist hier ein Ei, aber wir spielen Only Dice Tower. Komm schon. Schade. Aber es sind die Stats ein bisschen geboostet. Immer. Ich glaube, wenn so ein Regenschirm in der ersten Wave kommt mit 6 Schaden, dann ist immer vorbei. Das ist immer ganz schlimm. Dann hat man einfach direkt die Runde verloren. Meine Haare sind richtig. Was ist das denn? Egal. So. Chest hat wieder. Kaufen. Ach, ich nee, Dice Tower. Ich habe zu Lust auf Dice Tower. Oh, nice, let's go. So, bam, setz hier vorne dran. Ich habe dreimal die Wahrscheinlichkeit 1%. Die kann ich auch nur Dice Tower rein. Ich habe so Lust. Ich kann ja auch Full Dice Tower spielen. Und nur ein Slot für die Clover Tower oder sowas. Oder wir gucken mal, wie viel wir halt bekommen. Alter, der Regen steht wieder mit 8 Schaden. Oh, jetzt sieht es schon langsam knapp sogar. Okay, nicht so knapp, auch schon ein Ticken knapp. So, welche Wave sind wir denn jetzt schon? Ach, wir sind jetzt die fünfte Wave, achso. Dann ist das sehr gut. Weil wir bekommen jetzt mehr Rares. Und das heißt mehr Dice Tower. Dice Tower. Oh, jetzt schon Clover Tower. Das ist sehr schön. Hauen wir drauf und weiter geht's. Ich habe schon so oft probiert, den Dice Tower, den Clover Tower anders zu spielen. Beziehungsweise den ganz krass zu spielen, aber naja. Ist einfach schön, wenn das so kommt. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn hier dieses Symbol aufploppt. Ich glaube, die Chest können wir jetzt schon spielen. Falls die kommt. Oder ein Dice Tower. 5 Dice Tower. Das ist nice. Ich überlege mir immer noch, ob es schlau ist, die zu stacken oder die einzeln zu spielen. Aber ich weiß es nicht. Müsste man mal ausrechnen. Aber ich habe keine Lust. Oh. Das ist eigentlich cool. Das lohnt sich auch nicht wirklich eigentlich. Ah, ich mach's trotzdem. Ich find's irgendwie cool. Weil wir können auch, brauchen 2 Prinzessinnen, ne? Ja, okay, das ist ein bisschen low. War vielleicht gar nicht so schlau. Egal. Wir gucken mal. Bam, bam. Wie es sich anhört, das ist richtig selbst, wenn dieses. So. Alter, ich bin echt. Alter, ist so nice. Ich bin immer so im Game drin, wenn ich das spiele. Ich vergesse immer so zu reden. Ich finde das Design vom Tower auch so cool, irgendwie. Es macht zwar vielleicht nicht so viel Sinn, dass das ein Tic-Tac-Toe ist, aber. Ja. So. Vielleicht jetzt noch ein Dice Tower. Schade. Gehen wir zum Boss. Easy. Boss ist mit Dice Tower noch ganz nice. Weil das Roll allein macht den halt übel. Okay, es war relativ knapp sogar. Oh! Stairway to Heaven. Let's go. Jetzt können wir einen hochziehen. Schön. Princess. Müssen wir drauf haben. Die haben eine gespielt, die müssen jetzt auch noch ein Level höher bekommen. Ist ein bisschen. Vielleicht ein bisschen lost, egal, egal. Oh, ich will ja schon ein Level absehen eigentlich. Aber wir haben auch dieses Rarity Upgrade, das kann echt passieren. Wir haben nicht so viel Gold pro Runde. Was? Was? Wie OP? Was war das? Geil. Und jetzt macht die schon plus 4. Das ist echt nice. Jetzt der auch direkt ein Level hoch und der auch. Das ist nice. So, ein Pferd. Witch. Da ist er. Bam. Weiter geht's. Immer noch 3%. Okay. Egal, geil. Aber da ist schon pro plus 4 pro Runde, das ist schon. Wir müssen nochmal ein Rarity Update machen, eigentlich. Wir müssen jetzt ganz viele Dice Tower bekommen. Ich könnte jetzt eigentlich auch Drake spielen. Ja, egal. Oh, wie gut wir genommen. Noch ein Dice Tower, schön. 4,5% jetzt schon. Prince Level 2 ist nice. Weil 4 plus ist echt nice.
Alter, oh, ich glaube, dass du die Runden gewinnen, ne? Das ist ein, sag nicht, das ist ein Lose. Alter, was? Junge, what? Wollen wir halt nicht rollen, ne? Wir rollen fast gar nicht. So, dann rollen wir ein bisschen. Oh. Chess hätten wir vielleicht schon spielen können, egal. Komm, vielleicht noch ein Clover Tower. Let's go! Easy win. Bam. Bam, bam. So ein Ohrwurm von so einem Song. Das heißt irgendwie, Old Songs had Modern Lyrics oder sowas von Rob. So ein geiles Lied. Ich habe meine Theorie letztens für die Theorie gelernt. Ich habe das die ganze Zeit gehört. Das war so nice. Komm, jetzt noch ein Geister, let's go. 5%, 7%. Aber ich glaube, schlau, wenn wirklich eher mehr Clover Tower spielt, tatsächlich. Ja. Ich habe jetzt gleich viele Runden, die ich noch probiert habe, dass ich. Oh, es ist so nervig. Also, man kann das ja so. Ich habe es halt probiert, was am schlauesten ist zu spielen. Ich habe alle Taktiken eigentlich schon durchprobiert jetzt. Also, wie viele Clover Tower. Also, man muss es gleich so spielen, dass man wirklich zwei am Anfang hochstecken, gar nicht fünf macht. Aber ich hatte einfach wohl der Dice Tower spielen. Wir können eigentlich. Ist ja lustig, wenn die. Oh, nee, Dice Tower, Mann. Ich mache das nächste Runde. Das ist echt nice. Vinces ist cool, aber man muss die irgendwie anders spielen. Es sind also zwei Dice Tower nur spielen. Das wäre nice. Das mache ich vielleicht nicht so dann auch. Oh, wir haben verloren. So, wir gehen in die nächste Runde rein. Ich will wieder Only Dice Tower spielen. Und diesmal, ich habe sogar Lust, Only Dice Tower zu spielen. Welche Taktik mache ich jetzt? Oder mache ich jetzt erstmal die Clover-Taktik? Ich mache das mit Clover-Taktik. Dann spiele ich das hier. Und dann spielen wir zwei Dice Tower und in der Mitte eine Princess. Okay, die Runde gewinnen wir. Das ist echt komisch, wenn man die gewinnt, wenn man die verliert. Was spielt man eigentlich am besten jetzt? Oh, zwei Chests? Ja, nee, wir können jetzt keine Chests spielen. Dann schafft man die Runden immer wieder nicht. Aber tief spielen wir. Obwohl, du kannst eigentlich ein Ei spielen auch gleich einfach. Oh, Mom. Dice Tower, warte, schaffe ich die Runde? Ja, okay. So, Geld. Jetzt können wir schon überlegen, wir können jetzt noch die nächste, okay. Eine Runde müssen wir noch überstehen. Aber jetzt schaffe ich es auch schon so, ich weiß nicht genau. Okay, nice, perfekt, noch Dice Tower. Hauen wir, so wie wir spielen, ich würde, ja, okay, hier ist vielleicht besser. Und jetzt, die, gewinnen wir hoffentlich so. Die nächste, verlieren wir. Oder die nächste, spielen wir auch direkt, außer wenn hier was ist. Und die nächste dann. Okay, ja. Die nächste kommt wieder mehr Gold und dann haben wir mehr Ankommensgewinner kaufen. Weil wir dieses Upgrade machen. Ist das? Ankommens. Kommens werden zu Ankommens. So, wir bezahlen immer noch zwei Kronen. Jetzt noch. Vielleicht noch eine. Aber dafür können wir gleich viel rollen mit dem Geld, das wir haben. Dann hoffe ich auf. Oh, was hoffen wir eigentlich? Drei Eier wären eigentlich perfekt. Dass wir die Waves schaffen. Drei Eier und vielleicht ein Dice oder sowas. Bam. Okay, nice. Ein Ei. Snake sollten wir vielleicht auch spielen dann. Ich spiele mit die Snake auch noch. Dass wir das safe haben. Falls wir jetzt keine zwei Eier bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass wir. Also mindestens ein Ei sollten wir schon bekommen. Dice Tower. Wir müssen alle Dice Tower spielen. Alles spielen, was wir bekommen. Oh, jetzt noch ein Ei. Schade. Die Waves sollten jetzt machbar sein, denke ich. Also gerade das Snake sind eigentlich die Waves ganz gut. Ganz gut machbar. Man sieht, die machen nur drei Schaden. Auch Digga. Die Regenschirme, Junge, die machen so viel Schaden. Die dummen Regenschirme. So, jetzt nochmal ein Ei. Also ein Ei will ich noch spielen. Dann können wir vielleicht warten einfach. Oh, Butler. Nee, weiß ich nicht. Oh nein! Das wäre so schön, wie wir die jetzt spielen hätten können. Oh, jetzt kommt sie nochmal. Oh, das ist belastend. Oh, zwei Dice Tower. Ich mache einfach einen um drauf. So.
zweite Wave. Also ein Ei würde ich noch spielen. Das andere Ei geht vielleicht mit der XP. Obwohl, nee, so, da ist so viel so schnell wie möglich eigentlich. Dass wir auch das Geld so schnell wie möglich bekommen. Schade. Langsam wird es auch schwierig, den Boss zu schaffen. Boah, schwierig. Belastend, dass wir halt das Ei nicht bekommen. Das Ei bräuchten wir echt schon die ganze Zeit eigentlich. Jetzt haben wir es. Zwei Runden. Warte, geht es überhaupt auf? Ich weiß gar nicht. Weil wenn nächste Runde der Boss ist. Oh, ich glaube, es geht nicht auf. Ich glaube, wir müssen jetzt ein Ei hitten. Und wir müssen auch noch so viel Schaden machen. Ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, wir haben verloren, leider. Jetzt kommt das Boss-Teil, oder? Oh, Mann. Okay, wenigstens ein Clover Tower. Das sieht schlecht aus. Sieht sehr, sehr miserabel aus. Nein. Oh, ein Dice Tower. Wir werden das so halt nicht schaffen, die Runde. Das ist ja Wahnsinn. Egal, wir gehen rein. Oh Mann, das ist so belastend. Wir hatten so Pech mit den. Ach, mit den Teilen. Egal, nächste Runde. Neuen Try. Wir probieren jetzt, hier den Clover Tower zu spielen. Ist ja schon der nächste Tag. Dice Tower hauen wir mal drauf. Spielen wir. So, wir wollen viele Dice Tower am besten jetzt. Und, dann direkt auf Clover Tower hoppen eigentlich. Wir spielen jetzt. Oh. Okay. Wir spielen jetzt Pferd. Wenn es kommt, dann spielen wir es halt als Pferd. Dann spielen wir jetzt Pferd und gehen jetzt nur noch auf Clover Tower. Wir wollen jetzt nur noch, Dice Tower. Wir gehen jetzt auf Full. Ich dachte, wir verlieren das. Das wäre ja gar nichts gewesen. Jetzt gehen wir noch auf Dice Tower. Oh, nice, Dice Tower. Ah, wegen dem Ding sogar. Nice. Sehr, sehr gut. Ich würde vielleicht. Ich glaube, wir spielen aber nur zwei Dice Tower. Wir spielen zwei Dice Tower. Eine Princess in der Mitte. Ich stecke dann beide schön hoch. Ich glaube, es lohnt sich. Auf jeden Fall. So, wie viel Gold haben wir jetzt? 16 Gold. Wir können das spielen. Also, bei so einer Situation sind noch 3 Kronen. Ich skippe jetzt, auch wenn wir diese Runde und die nächste Runde verlieren. Danach bekommen wir dieses, dass sich ein Tower im Store upgradet. Und dann bekommen wir mehr Uncommons. Und das heißt, mehr Dice Tower für uns. Mit dem Gold. Das heißt, wir. Oh, what? Das ist lucky. Ja, was wollen wir denn jetzt? Aber ich glaube, ich beginne trotzdem auf. Ich gehe trotzdem auf nur 2. Und die Runde mache ich trotzdem gerade, obwohl die verlieren. Wie ich schon gesagt habe. Ich will 2 Dice Tower. Ich level auch nur 2 ab. Vielleicht gar nicht so schlau, aber ich weiß nicht. Wir müssen gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch gucken, dass wir auch die Waves danach schaffen. So, jetzt dieses Random Tower in Store gets Upgrade. Also, wenn der Snake kommt. Überlege ich es mir. Ja, wir können jetzt keinen. Wollen doch ein echt gut wäre eigentlich. Aber wir schon Dice Tower jetzt. Und wir wollen von Anfang an das Glück einfach. Mehr Glück. Komm schon. Oh, ein Clover Tower. Das ist sehr, sehr gut. Das geht jetzt auch direkt aufs Pferd. Das heißt, wir schaffen den Boss leichter. Und die Waves natürlich. Spielen wir jetzt das auch? Wie viel gibt der? +4/+4 ins Pferd. Ich weiß halt nicht, ob wir die Wave, obwohl doch, wir haben jetzt schon gut gerollt. Ich weiß, also jetzt wollen wir auch noch ein Dice Tower Upgrade, oder? Ist ja schon wichtig jetzt. Komm schon. Komm schon, was? Kein Dice Tower. Oh, noch ein Clover Tower. Oh, das ist gut. Jetzt +8/+8, das Pferd und noch ein Dice Tower, Level 2. Das ist sehr, sehr schön. Sehr schöne Runde bis jetzt. Pferd hat nochmal gut Plus gemacht. Das ist gut. Zahnspangenteile rausholen, sorry. So. Das war ja eine gute Wave. Und den Boss werden wir jetzt auch immer besser schaffen, weil das +8/+8 ist echt nice pro Runde. Wie viele Chancen? 3,12. Mach ich auf einen? Oder auf. Ne, wir machen beide, glaube ich. Dann gehen beide Stacks auch von denen auf beide. Ich glaube, es ist besser. Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. 6. Das ist nice für ein Pferd. Das macht jetzt halt relativ viel Schaden immer.
Weil das könnte auch einfach nur ein Damage zu einem machen. Das lohnt sich dann ja gar nicht. So, ich bin immer noch. Wir können das Dice spielen, aber Ding. Early Princess. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Das ist richtig gut. Die können wir vielleicht jetzt doch auf ein Upgrade bekommen. Das wär, also Level 2 ist schon ist richtig strong. Level 3 lohnt sich dann glaube ich nicht mehr so. Oh, Level 2 auf jeden Fall. So, mal perfekt. 3 ist auch drauf. Nächste Runde. Wie viel Damage haben wir jetzt ungefähr? 30. 40. Dann wird dann wieder 50. 60, 70, 80, 90. Ja, das sind auf jeden Fall. Sollte auf jeden Fall drüber sein. Wir müssen noch eins immer rollen. Was rollen wir überhaupt? Wir wollen ja die Princess gleich noch kaufen. Am besten zwei sogar. Überlege ich gerade kurz. Oh, what? Das ist. Okay, ist eigentlich egal. Ob wir die diese oder nächste Runde kaufen, ist eigentlich relativ egal. Ich muss aber kurz den Damage zählen. Das ist 40. 70. Dann ungefähr 80. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Damage. Wie viel Gold bekommen wir pro Runde? 9. Das heißt, wir können es noch. Ah, Mann. Die müssen wir plus 8. Also 8 Schaden nochmal drauf. 40. Oh, so, dass wir den Run nicht schaffen. Oh, perfekt. Und damit habe ich jetzt keine Sorgen mehr. So, 4-4. 4-4. 4-4. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr nice. Bam, bam, bam. Ja, ohne wäre es knapp geworden. Ohne wäre es knapp geworden. Perfekt, the golden goose. Das brauchen wir jetzt. Und jetzt müssen wir richtig schön die Clover Tower stacken und am Ende nach dem Boss Stairway to Heaven bekommen. Das ist es. So, bam. Und bam. End round. So, jetzt stacken wir direkt schön hoch. Das ist richtig nice. Gute Runde, gute Runde. So. Jetzt, also am Ende müsst ihr jetzt noch Stairway to Heaven bekommen. Dann, das wäre es halt das komplette. Weil Stairway to Heaven kann man halt auch am Ende bekommen. Vergisst man. Nach dem Boss. Okay. Ich bin jetzt nicht hoch auf Dice Tower. Auf die Dice Tower jetzt hochballern. Pferd. Nice. Alter, 2 Dice Level 3, Runde 12 ist sau strong. Und jetzt kommen halt auch die Clover Tower natürlich dann rein. Das ist das klar natürlich. So, bam. Wir können jetzt auch das Pferd. Okay, für den Levels. Ja, wichtig, ne? Ja. Aber die Chest gehen wir auf jeden Fall weg, Mann. Die bauen wir nicht mehr mit Golden Goose. Oder wir machen die sogar auf ein Level höher, damit dass sie noch mehr Gold haben. Wahrscheinlich ich wollte das mit dem Sparen machen. Aber am Ende wegmachen auf jeden Fall. Nach wie viel Runden lohnt sich denn die Chest? 10 Gold für 3 Gold pro Runde mehr. Okay, nach 4 Runden ist das auf jeden Fall worth. Ja, aber ist es worth, weil du jetzt weniger Dice Tower bekommen dann? Das ist die Frage. Das weiß ich wieder nicht. Ich glaube nicht so gern. Aber es ist schon einer reingesteckt. Ja, guck mal. Findest du es ganz wichtig? Plus 4 ist gut Runde. Weil es sind 2 Dice Tower, die wir pro Runde nicht rollen müssen und nicht kaufen müssen. Ich glaube, ich mache hier das hier. Ja, dass wir am Ende viel mehr Clover Tower haben. Weil die Dice brauchen wir jetzt nicht unbedingt, dass wir dieses Upgrade bauen hier. Aber am Ende des Abreißen wird schon okay. Sollte ich vielleicht sogar jetzt schon abreißen und die Clover Tower setzen, falls einer kommt? Das ist die Frage. Ja, das kommt auch kein Dice Tower. Okay, jetzt endlich. Muss ich mich nur beschweren. Na, muss ich nur beschweren. Ja, ist egal, ich glaube beide gerne in die Runde. Warte, wie hat der? 13. Okay. Das ist aber clean. Beide Level 4 dann gleich. Dann sollte auch langsam mal die Clover Tower ein bisschen mehr kommen. Digga, 7,32 ist schon übel viel. Das Pferd brauchen wir auf jeden Fall für den Boss. Was war das denn für ein Voice Crack? Holy shit. Bei sowas können wir echt höher gehen sogar noch. Also ein Level können wir auf jeden Fall noch machen bei beiden. Und jetzt müssen wir gleich ein bisschen reinlacken mit den Towern. Wir bauen jetzt noch ein bisschen, das wird schwierig. Ein bisschen reinlacken jetzt, komm.
Beide plus 4. Ne, Princess spielen wir nicht mehr. 3 ist zu viel. Das lohnt sich nicht mehr. Oh, das ist gut eigentlich. Dice Tower und Chest. Ich glaube, lohnt sich immer noch, ja. Nice, noch ein Dice Tower. Weiter, wie viel braucht er noch? Nice, geht sich aus. Sehr, sehr schön. Perfekt. Den, ich weiß nicht, ob wir den noch hochziehen. Eigentlich müsste jetzt eigentlich einfach mehr Clover Tower kommen. Wir müssen jetzt einfach mehr rollen. Ab gleich. Weil die Clover Tower ziehen dann ist die sowieso recht hoch. Vielleicht noch einmal Dice Tower, wenn er. Okay, Runde 17 haben wir auch schon, ne? Wir müssen jetzt gucken, was wir machen. Ja. Nice. So, 14% schon, das ist schon viel. Okay, jetzt geht es langsam ab. Das ist auch wichtig, dass es jetzt abgeht. Oh, wir hätten die ganze Zeit so Unluck. Wichtig. Das habe ich gar nicht auf Dice Tower geachtet. Nice. 21% jetzt auf dem. Wie viel braucht er noch? 5 Stück. Ich bin dumm, 3. Manchmal sehe ich schlimm. 3 noch. 3 geht auf. Also einer auf jeden Fall noch. Ich bin noch ein Globator. 25%. Das ist stark. Aber die gehen auf jeden Fall auch 100, wenn alle Globator 3 sind. Und das sollten wir die nächste Runde auf jeden Fall schaffen. Geht gut aus, glaube ich. Und am Ende mache ich nochmal. Ah, wir gucken mal. Guck mal. Vielleicht sollte ich aber anfangen, hier schon den einen Globator zu spielen. Ich weiß nicht genau. Komm. Okay, nice. Wichtig. Noch ein. Müssen wir drauf machen, tatsächlich, ja. Das müssen wir lassen jetzt. Oh, lohnt sich das jetzt für die Prozent jetzt zu haben? Ich glaube nicht. Wenn wir einfach 5 dafür rollen, ich glaube es besser. So, ein Globator. 2 Globator. Ich roll jetzt auch auf 0 tatsächlich. Wir haben jetzt 29%. Was haben wir jetzt? 34. Oh, jetzt gehen die Prozent halt schön hoch, ne? Bam. 40. So, komm. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich schlau, zu sparen und am Ende die zu verkaufen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Also jetzt spare ich nur 12 von denen und dann kommen ja später mehr Clover Tower. Das ist smarter auf jeden Fall. Also ich mache jetzt einfach die Runden, hole mir das Gold noch von der Chest und Ding, dann remove ich das, die zwei und die Princess. Und dann habe ich viel mehr Prozente mit viel weniger Clover Towern, mit viel weniger Rolls und Clover Towern. Und dann ziehe ich ein Clover Tower hoffentlich auf ganz hoch, wenn wir jetzt Stairway to Heaven bekommen. Und wenn nicht, dann war es einfach eine gute Runde. So, jetzt kommt der Boss. Das sollten wir easy schaffen. Und zwei starke Dice Tower. Hau den weg. Wir haben's! Oh mein Gott, let's go! Perfekt! Jetzt haben wir 57 Gold. Das wird jetzt episch. So. Hallo, Clover Tower. 40%? Wahrscheinlichkeit 40%! Hallo? Hier hat es lange gedauert. So. Oh Gott, haben wir schon bekommen. Und jetzt, wie viel hat es jetzt? 50. Hier, perfekt. Bam, bam. Bam, bam. 78 jetzt schon. Das ist jetzt nice. Und jetzt hauen wir einen einfach hoch, komm. Bam, bam. Bam. Ah, 89 und dann jetzt, wir stecken jetzt ein. Bam, bam. Wie hoch können wir den jetzt stecken? 42 Gold noch. Also 42 mal 2 jetzt quasi, weil es halt 100, oh ja, 100%. Also 41 mal 2 haben wir jetzt. Wir haben jetzt 82 Clover Tower setzen wir jetzt hier noch drauf. Das ist cool. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die letzten eine Woche probiert. Ich habe schon 83 Price probiert. Und man muss so oft reinlacken. Man braucht Golden Goose und Stairway to Heaven. Alter, das ist so nice. Bam, bam. Level 8. Bam, bam. Bam, bam. Wie braucht ihr jetzt schon? 45. Also. Einfach 9. 9 Clover Tower für ein Level, jetzt 10.
Das ist so nice. Ich hätte es ein bisschen besser spielen können, glaube ich, noch. Weil ich hatte früher. Oh, nice. So nice, Level 10. Wo ist denn der schon bei 157? Jetzt halt schwierig, den hoch zu leveln. Das dauert jetzt so lang. Wo wir einfach 11 Klobertor draufsetzen. Das ist schon krass. So, ab jetzt wird gleich ein Level sogar schwer. Hat wir noch 17 Rolls. Wir haben jetzt 34 noch. 34 Clover Tower und wir brauchen. Okay, das reicht auf jeden Fall. Ein Level machen wir noch. Dann können wir vielleicht die anderen mal ein bisschen hochhauen. So, Level 12. Clover Tower Level 12 ist geil. Prozent ist jetzt auch hoch. Und jetzt machen wir die anderen. Jetzt machen wir die anderen hoch. Bam, bam. Jetzt geht die Prozente so hoch. Das ist so nice. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh, ist das nice. Jetzt bam, bam. Wir haben noch, ich glaube, wir können noch einen upgraden. Bam, bam. Bam, bam. Und die letzten setzen wir noch irgendwo hin. Bam, bam. Und das war's mit der Runde. Alter, das sieht jetzt cool aus. Junge, wir hatten einfach richtig Luck. Golden Goose und Double Tap am Ende bekommen. Das ist richtig nice. Level 12 hier gekommen. Sind es auf 656. Das ist natürlich hoch. Und jetzt braucht man halt mehr Dice Tor. Dass man viel mehr bekommen kann überhaupt, weil ich keine zwei Runde. Aber das ist nice. Der gibt jetzt plus 48, plus 48 an dem Pferd. Oder 36. Und damit ist die Runde auch zu Ende. Oh, das ist satisfying. Alter. Das ist lustig. Das war eine geile Runde. Richtig satisfying. Wie die auch aussehen. Sehr, sehr toll. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein.